Gott sei Dank und segne alle. Esoterische Medizin, sehr detailliert betrachtet. Was ist eigentlich esoterische Medizin? Das ist so ein spezieller Ausdruck. Was will man sich da vorstellen? Geistige Medizin oder wie will man sich das vorstellen? Heutzutage, wenn man Heilung möchte, der Mensch will ja geheilt werden. Ja, wer liebt schon Schmerzen? Wer liebt schon eingeengt zu seinen diesen und jenem Bereich? Der Mensch will das nicht. Das ist ganz normal, ganz natürlich. Ja? Wir haben Haustiere, die stecken wir in einen Käfig. Klar, sonst fliegen sie weg. Wir selber aber möchten durch eine Krankheit oder so nicht in einen Käfig gestellt werden, sinnbildlich, sondern wollen frei davon sein. Und dafür nehmen wir in Kauf, auch was uns diese neue Kultur, in der wir leben, ja, diese moderne, hypermoderne Kultur, das so viel geistige Praktiken innehat, auch davon anwenden wollen. Wir wollen es anwenden. Es ist frei erhältlich für jeden. Überall gibt es Geistheiler und Schamanen und alles Mögliche. Was ist das aber jetzt ganz genau im Detail betrachten? Woher kommt das? Wohin führt das? Was beinhaltet das eigentlich? Esoterische Medizin. In der Videobeschreibung unten erhältst du alle Antworten dazu, soweit es möglich ist. Wenn du Fragen hast, frage. Wenn du dich darin irgendwo findest, tue Buße darüber. Kehre um. Kehre um. Nichts von all dem bleibt ohne irgendeine prägende Schlag, sage ich mal, in der Nachfolge. Ja? Es gibt einen riesigen, geistig gesehen, einen Schlag in der Nachfolge, wenn du mit esoterischen Sachen auf einmal dich wieder einlässt. Es bleibt nicht ungeschoren. Ja? Und es wird ganz heftige Angriffe auf dich kommen. Ja? Darum Vorsicht. Und um vorsichtig zu sein, um aufgeklärt zu sein, dazu ist dieser Artikel da. Lies es. Nimm dir die Zeit. Es liegt an dir, nicht an mir. Gottes reichen Segen wünsche ich dir.